Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, ich wollte euch mal ein kleines Schätzchen vorstellen. Objektiv, keine Ahnung, ist nicht so wirklich Einzelreview und keine Datenblätter. Ich glaube, die Genießer unter euch wissen eh alles über dieses Objektiv. Und ja, wenn man sagt, man kann sich so ein bisschen in so ein Objektiv verlieben, hat das vielleicht nicht nur was mit dem Bildlook, sondern auch von anderen Dingen oder mit anderen Dingen zu tun. Von daher, ich berichte heute mal in Verbindung mit dem Fotowalk, in Verbindung mit Bildern. Es soll ja praxisorientiert sein. Also dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, es ist, glaube ich, 1 oder 2 Jahre her, da hatte ich dieses Objektiv schon mal bei mir. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Das verlinke ich gerne nochmal hier oben. Und aufmerksam bin ich auf das Objektiv geworden, weil ja, es so einen Mythos-Namen hat, der im Übrigen nicht von Leica stammt, sondern den die Community dem Objektiv gegeben haben, nämlich das 35 mm Summicron F2 King of Bokeh. Und ich habe das da schon mal getestet und ja, und jetzt bin ich an so eins dran gekommen. War auch ein bisschen so ein Zufall, dass ich dran gekommen bin, in einen erstklassigen Zustand, habe das testen können und habe mich dann dafür entschieden. Und ich muss sagen, gerade an der M10R, an der Black Paint, die ich hier habe, macht dieses kleine Objektiv, und das ist eins der Hauptgründe, ich glaube, es ist das kleinste 35 mm F2 Vollformat, was es gab oder gibt. Könnt mich gerne korrigieren. Aber die Größe, ihr seht jetzt schon mal so ein paar Bilder, ist halt wirklich fantastisch an der Kamera. Es fällt überhaupt nicht auf und es ist vom Handling sehr, sehr schön. Es ist, man bleibt halt nirgends hängen und das ist so ein bisschen momentan oder ist jetzt meine Standardbrennweite und liefert halt gnadenlos für mich. Für meine Art der Fotografie, auch gerade im Schwarz-Weiß-Bereich, wunderschöne Bilder ab. Und bevor wir uns auf den Fotowalk begeben, ich nehme euch mit, zeige ein bisschen, wie ich damit arbeite und blende ein paar Bilder ein, noch ein paar Daten. Das ist, kann ja sowas heute alles sehr gut rausfinden. Die Version, die ich hier habe, stammt aus dem Jahr 1987, also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, und stammt aus der Produktion aus Deutschland. Die wurden ja in Kanada gebaut und einige dann auch in Deutschland. Und man konnte das gut nachvollziehen. Da wurden irgendwie, ich glaube, 999 Stück von gebaut. Und da konnte ich nicht Nein sagen und habe da zugeschlagen. Und wie gesagt, von der Größe her super, aber lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns ein bisschen fotografieren gehen. Wasn't trying to get my numbers up. You know I keep it cool. I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me when I'm trying to shake the blues up off me. But then I saw your face. It caused my heart to race. Girl, you're looking like $1 million. Something about the way you strut your stuff. Oh, girl, you're fine as you wanna. What I'm supposed to do. Something told me got time to lose. Go ahead and bust a move. Funny thing about love, when it comes and goes, you never know. So you gotta keep your heart exposed, and you can be sure there's no cause and no cure. And if it wants you, oh, it'll come and find you. Don't wanna lead you on. Don't wanna push a feeling and make the feeling gone. You see, I got your number, but still I ain't used the phone. No, I let it breathe for a minute, baby. Next thing I know, you call. Damn. One thing I know about love,
You never know when it's coming, but you sure know it when it does. Yeah. One thing I know about love, you might get what you ask for, so you better be sure it's what you want. Ja, in der täglichen Anwendung wirklich wunderbar, ob man das aus der Tasche rauszieht, reinzieht. Es ist wirklich ohne die Gegenlichtblende wirklich phänomenal klein. Und das zeigt halt auch mir wieder, aber das habe ich ja, glaube ich, schon 100.000 Mal erzählt. Es muss nicht immer das Neueste sein, sondern man kann halt hier auch wirklich zu älteren, alten Objektiven halt greifen und bestätigt sich, das habe ich an dem Objektiv wieder gesehen. Ich hatte jetzt ja auch noch einen 50er hier von 1987. Die sind halt qualitativ immer noch auf einem Niveau, als ob sie frisch aus dem Karton kommen. Darüber hinaus könnte man natürlich dieses Objektiv auch, aber es besteht überhaupt kein Grund derzeit, weil es ist super justiert nach wie vor, der Fokus sitzt. Da klappert nichts, da ist nicht kein Spiel im Fokusring oder im Blendenring. Du könntest natürlich zum Customer Care, also zum Service bei Leica geben, für ein paar hundert Euro wird das dann dort alles wieder praktisch. Oder die Philosophie ist, dass es wie im Neuzustand dann mit einem Jahr Garantie wieder weggegeben wird, aber das brauche ich hier nicht. Von daher ein Objektiv fürs Leben, das werde ich nicht hergeben, weil es ist schwierig genug dran zu kommen. Und macht im alltäglichen Fotografie super viel Spaß. Mit dem mächtigen Sensor dahinter bei 35 kann man seine Bildausschnitte ohne Probleme halt wählen. Und es gefällt mir ausgesprochen gut für Schwarz-Weiß, muss ich sagen. Von daher, ja, schaut mal, das ist, glaube ich, die Version, korrigiert mich, 4. Meine 4. Ansonsten habt ihr gesehen auf dem Karton, diese Seriennummer steht auch unten in der Kanalbeschreibung. Da mal drauf achten, wenn ihr an so ein Ding kommt, zuschlagen, wer es nicht eh schon hat. Und ich bilde mir schon ein, dass immer mehr, also ich mische meine Bilder da auch mal und ich erkenne das da sofort wieder, weil es hat schon einen sehr eigenen Charakter und Charme. King of Bokeh sei mal dahingestellt, aber es hat halt einen wirklich eigenen Charakter, der mir ja besser gefällt als die aktuelle Version, muss ich ganz klar sagen. Von daher musste ich zuschlagen. Ja, könnt ja mal schreiben, wie es euch gefällt. Oder wer es schon kennt oder wer es mal hatte, vielleicht ja auch wieder weggegeben hat, wird mich interessieren. Ansonsten zeige ich jetzt gern auch noch mal ein paar Bilder der Tour und ja, das soll es gewesen sein. Wünsche euch was Schönes, werdet und bleibt gesund. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder noch spezifische Fragen dazu, könnt ihr gerne schreiben. Okay, ihr Lieben, bis bald. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss. I found that photo in the sofa, and it's from way back in 01. So I guess there's much I never told you, like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Grew up on 913 of Blue Rock. Memories of six kids running around those halls. Then out in the California sunshine, we wore no shoes through alley-oops and shattered windows throwing baseballs. My friend.
there begging me, making bids on me.